Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, ich freue mich sehr und zwar haben wir nämlich heute die gute Kayle mit am Start. Muss gerade sagen, bin etwas enttäuscht, sieht nämlich genauso aus wie die alte Kayle, aber sie wird sich ja vermutlich noch verwandeln, warten wir es mal ab. Ja, wir sind also, wie ihr ahnen könnt, auf dem PBE gelandet, ne? Ha, wir haben Flügel, wir sind gelandet und so, okay. Ja, allerdings sind wir leider im Jungle gelandet, ja, das heißt, ich wollte natürlich für Midlane Toplane queuen, ich wollte vor allem für Midlane queuen, ich wollte es nämlich ausprobieren, sie hat sogar Smite drin, aber... Sie hat kein Jungle, doch sie hat auch ein Jungle-Item. Intet sie oder bin ich jetzt Jungle? Geht sie jetzt Jungle? Das ist jetzt die Frage. Morg, you Jungle? Also ich habe sie gefragt, ob sie in den Jungle geht, aber sie hat überhaupt nichts geantwortet. Ich gehe mal davon aus, dass sie es nicht tut, aber ich würde gerne die Mitte nehmen, weil ich es ausprobieren würde. Ja, zu Kay, meine Freunde. Ich habe schon ein bisschen was ausprobiert. Okay, sie schreibt Nope. Ich habe schon ein bisschen was ausprobiert. Mit der Ultimate ist es so, sie macht echt ganz ordentlichen Schaden. Die Ultimate bewegt sich um euch herum, das hat man ja schon gesehen. Und sie bricht nicht ab, falls ihr sterben sollt. Das heißt, Damage und Ultimate, die Unsterblichkeit, kommen durch. Hält für 2 Sekunden auf Stufe 1. Wir skillen auf Level 1. Was skillen wir denn? Ich würde sagen, wir skillen mal die E. Ja, das macht ja Missing Damage und dann machen wir auch ein bisschen Bonus Damage. Kayle Jungle, ich meine, jetzt sieht man es mal ein bisschen im Video, wie es funktioniert. Ne? Hat 8 Sekunden Cooldown, hauen wir es hier mal drauf. Zack, ja, war ganz guter Schaden. Das heißt, wir können das direkt mal so ein bisschen testen, wie es funktioniert. Ne, ob man sagen kann, ja, ist viable, ist nicht viable. Grundsätzlich muss man sagen, ist Kayles Early Game wahrscheinlich super, super horrible bad. Ja, es wird katastrophal sein. Und auch der Jungle Clear wird vermutlich sehr schwierig sein. Denn wir haben natürlich das Problem... Ja, wie ihr seht, wir haben kein AOE-Damage, ne? Der AOE-Damage kommt erst mit Level 6. Und auch dann erst, wenn wir es hochgesackt haben, ne? Also, ob das alles viable ist, weiß man nicht. Ja, werden wir rausfinden. Deswegen werden wir uns jetzt eher an den Single-Target-Camps entlang hangeln, so gut es geht. Na, ich glaube, wir holen uns auch erstmal eben den Taunty, falls es geht. Alter, es laggt. Okay, alles klar. Er macht sogar hier den Taunty schon. Jetzt ist die Frage, wir haben Lux Top-Lane. Das ist natürlich etwas schwierig. Okay, das hat schon mal nicht getroffen. Aber ich glaube, den schaffe ich halt nie im Leben. Never in life. Ich bin tot. Ich glaube, ich bin ziemlich tot. Bro, help, send help. Send, help. Help! Okay, er geht weg. Oh Gott. Oh my damn Lord. Ja, ihr seht, Alter, was ist denn das hier für ein Lag? Holy shit, was für ein Ping habe ich denn hier? Also es laggt halt wirklich heftig krass. Ich habe hier schon Back gedrückt. Ja, ich würde sagen, das war der beste Start, den wir je hatten. Würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Pot hier an. Dann haben wir vielleicht ein bisschen besseres Early Game. Ich wollte sie auch nicht unbedingt im Jungle testen, aber na, man kriegt, was man nimmt. Oder so ähnlich. Ne? Also zumindest ist hier ein Leak, würde ich sagen. Ich habe nämlich auch bei den Runen geguckt. Wir haben jetzt das neue, in Anführungsstrichen, Conqueror mit. Außerdem habe ich Mana-Fluss mitgenommen, damit wir vielleicht nicht unbedingt ein Mana-Item kaufen müssen. Und wir haben noch Celerity wegen dem Movement-Speed auf der W, was ziemlich viel ist. Und dem Movement-Speed auf der Passive, die wir quasi haben. Wir sehen hier 6% Attack-Speed kriegen wir dazu und 15%, wenn wir Exalted sind quasi. Also ist alles nicht komplett verkehrt. Na, wir gucken mal, ob der Taunty wenigstens hier ist. Das wäre nicht verkehrt. Da ist er. Sehr geil. Den können wir natürlich auch richtig kacke nur clearen, oder? Geht das Q gegen ihn? Nee. Na, das heißt, er behält seine Armor. Ist ein bisschen räudig, aber kriegen wir hin. Na, können jetzt unsere E gleich nochmal drauf böllern. Können auch smiten. Zack. So. Wir könnten nochmal ein Botlane-Gank machen, aber ich bin halt noch Level 2. Aber dann können wir uns ein bisschen XP leechen, Leute. Na, wir gehen mal zum Gank ran. Und die Q. Zack. Also man sieht, die Q ist sauschwer. Also was heißt sauschwer nicht, aber... ich habe keine Range. Die Q ist schon relativ... Sie braucht ein bisschen, bis es losgeht, ne? Muss man definitiv sagen. Also, hat einen kleinen Delay, bis das Schwert losfliegt. Nimmt 26 Resistenzen runter, also jeweils Armor und Magieresistenz. Ne, stopp. Slowed um 26% und 20% Armor und Magieresistenz. So herum. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier das Camp vielleicht ein bisschen klären. Na, ihr seht, Jungle-mäßig ist das jetzt nicht die Welt. Also wahrscheinlich eher nicht viable im Jungle. Wir werden jetzt gucken, dass wir es trotzdem irgendwie rumkriegen, ne? Aber ist natürlich auch gut, damit man sehen kann, was kann der Champ, was kann er nicht, ne? Ein Vorteil am Jungle wäre natürlich rein in der Theorie, dass du halt deine super schlechte Laning Phase ein bisschen entgehen kannst. Na, weil die Laning Phase, da sind wir uns hoffentlich einig, die wird richtig, richtig bad sein, ganz ehrlich, Leute. Die wird sau bad sein. Denn dieser Champion, ich meine, die fliegt seitlich, das ist ja komplett crazy, so ein bisschen seitlich. Ja, also es geht. So, körperlich seitlich. Weil wir haben kein Escape auf der Lane, außer unseren Heal vielleicht. Und wir haben generell überhaupt nichts. Ne? Also da muss man wirklich sagen, das wird Laning Phase technisch sehr, sehr schwierig werden. Wir werden sogar hier sehr, sehr schwierig. Ei, 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 ei. Okay, danke.
Da haben wir dann einen Pot, den können wir reinhauen. Ich glaube, wir machen uns mal schnell die Machete fertig. Das wäre nicht verkehrt. Oh, das sieht crazy aus. Welcome, welcome. So, nehmen wir das rote Smite Match, würde ich sagen. Mein Blue Buff wird ja wahrscheinlich sehr wahrscheinlich weg sein. Er hat ja Kane hundertprozentig genommen, ne? Wir können ja trotzdem mal vorbeifliegen. Frage ist, was passiert, wenn wir was maxen? Hier kriegen wir 45 Schaden dazu, etwas mehr Slow, 6%, weniger Cooldown, Mana-Kosten höher. Hier Mana-Kosten höher, Healing mehr, Movement Speed etwas höher. Und hier haben wir Passive Damage, ich glaube, das ist das Interessanteste, und Missing Health Damage. Passive Damage und Missing, also lol, er hat die nicht gemacht, er hat ja komplett geintet. Also das ist jetzt halt die Frage, maxst du lieber die Q oder lieber die E? Bei der E macht jeder Auto-Attack mehr Schaden. Bei der Q hast du halt mehr Burst, aber die E macht ja auch Damage, ne? Und man hat mehr Slow, was wahrscheinlich auch nicht verkehrt ist, gerade im Early Game. Na, hier seht ihr, die E böllert ordentlich rein. Wir können uns jetzt auch schön heilen die ganze Zeit mit Blue Buff, das ist gar kein Stress. Wir hauen hier nochmal eine E rein, 124, ist nicht verkehrt. Hätte ich ein bisschen warten können auch, aber... Ah, vielleicht kriegen wir es. Nee, nochmal kriegen wir es nicht ready. So, wir sind Level 4. Na, Kane ist... Wir können ja mal für den Top-Lane-Gang gehen, Leute. Er ist eigentlich Level 6, aber, ne? Lux und Kale gegen Yorick. Das kann was werden, Leute. Da sehe ich mich. Let's go. Ich gebe ihr Move and Speed. Zack. Ah, wir kriegen ja sogar beide, ne? Jetzt werfen wir das da rein. Okay, er hat ausgewichen. Ja, wir machen mal Smite drauf und Slayen jetzt. Jetzt müssen wir einfach Auto-Attacks aufbauen. Alter, haben wir einen Attack-Speed, du. Haben wir einen Attack-Speed? Mein Gott, haben wir den umgeböllert. Oh, es geht direkt weiter. Oh, es geht... Alter, das ist aber auch schwer, du. Ich kann sie nochmal heilen. Oder ich heile auch mich. Ich heile auch sie. Zack. Auto-Attacks. Auto-Attacks. Ja, ich habe gleich noch eine E. Damage. Ja. Und noch eine Q. Ja, okay. Also die Q ist wirklich nicht einfach. Die braucht... Vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem Delay auf dem Server, kann sein. Ne, der Delay ist ja relativ hoch. Aber wir brauchen auf jeden Fall Attack Speed. Holy shit. Denn Attack Speed skaliert immer. Kann der uns battlen oder battlen? Ich meine, das ist fucking Kane. Kane. Der kann doch nix. Ja. Fango. Oh, was? Ich hab noch eine E. Yorick ist noch da. Ich würde mich da noch sehen. Und er sieht sich, glaube ich, auch noch. Wo ist denn der Boy? Komm. Ich hab noch Bock. Ich hab noch Lust. Da ist er. Ja, okay, hat sich schon wieder ein bisschen geheilt. Aber dann farm ich auch die Mitte. Ne? Er farmt Mitte, ich farm Mitte. Die Q, zack. Also, wahrscheinlich ist es halt mit dem Delay vom Server auch so schlimm. Ne? Der Delay ist so hoch. Okay, die sind gerade alle hier unten. Das heißt, ich farm jetzt einfach die Mitte schnell durch. Ne? Wir sind bald Level 6. Das heißt, wir bekommen unsere erste Verwandlung. Ne, unsere erste Form sozusagen, unsere erste Passivstufe. Und zwar F-Flame. Ne, dann haben wir AOE-Damage. Das ist schon mal cool für den Jungle, rein in der Theorie. Aber wir müssen auch das hochstecken. Ne? Deswegen, ne, müssen wir mal gucken. So, Attack Speed Schuhe. Ich denke, da gibt es gar keine Diskussion. Also Attack Speed skaliert mit Attack Speed, weil du natürlich, je mehr, ne, also Attack Speed du hast, umso mehr Stacks baust du auf. Wodurch du wieder mehr Attack Speed bekommst. Wodurch du schneller deine Stacks hast. Natürlich verrückt. Absolutely verrückt. So, nehmen wir den Red Buff mit, falls er noch da war. Ja, sehr gut. Hauen wir den direkt eine E ins Gesicht. Ja, heilen können wir uns auch. Ja, mittlerweile nimmt das hier auch ganz gute Formen an. Mit dem Attack Speed. Geben wir mir jetzt noch eine Q mit, noch eine E und dann war es das auch. Zack, geil. So. Na, wir können ja mal gucken, ob wir Taunty noch erwischen hier im Fluss. Na, das wäre auch nicht verkehrt. Und dann können wir nochmal gucken, ob wir vielleicht wo ganken. Wir haben auch bald... Okay, Tonti ist nicht da. Bart Midlane. Ja, ich weiß ja nicht. Oh, ja. Ach, shitten du. Shitten Dreck. Aber, naja, den Auto-Attacken wir jetzt einfach, Leute. Einfach weg Auto-Attacken. Man kennt es. Man kennt's, ne? Outplayed. Ich meine, der Server ist auch so laggy, da kann es nicht mal richtig ordentlich kiten. Das ist einfach gar nicht viable. Kiten ist nicht viable, meine Freunde. So, der ist leider auch nicht da, aber dann gönnen wir uns den hier. 6% Attack Speed, ja. Und 15% Move Speed. Naja. Naja. So, dann geben wir dem hier noch ein bisschen was mit. Wir müssen natürlich gucken, weil Kane gleich wieder kommt. Ich hoffe mal, schaffen wir das bis dahin. Aber wir werden jetzt gleich Level 6, meine Freunde. Ja, dann können wir uns das mal angucken, das Spektakel hier. Zack. So. Und Level 6. Zack. Ja. Sieht schon ein bisschen anders aus. Vor allem sind wir jetzt blau. Ich wäre dabei. Ich habe Ultimate. Der kann mich vieren, aber ich glaube, das geht in die Hose. Aber. Ne, testen wir es aus. Okay, ich bin dabei. Okay, ich habe ihn gekillt. Ich kann ihn heilen.
Aber das wird nicht reichen. Obwohl, weil das... Oh, holy shit, du. Heiligen Scheißendreck, du. So. Na, das geht natürlich mit der Ultimate. Also man muss sagen, falls man sich für Kayle Midlane entscheiden sollte, Midlane ist natürlich das große Problem, dass du die Ultimate nie auf den Gegner kriegen sollst, weil die einfach um dich rum ist. Außer A, der Gegner intet, oder B, es ist ein Nahkampf von Assassine so. Gegen so eine Akali zum Beispiel könnte das halt schon funktionieren in der Bubble. Na, jetzt sehen wir den AOE. Das ist ganz nett. Das ist ganz nett auf jeden Fall, ne? Ist noch nicht amazing, aber ist nett. Ist auf jeden Fall... Also sieht auch cool aus. Ja, nee, schlecht ist auf jeden Fall nicht, du, ne? So, kriegen wir mal wieder hoch. Ich weiß jetzt halt nicht. Ich meine, die, ganz ehrlich, ich treffe die Q ja eh nicht. Also warum sollte ich sie maxen? Na, jetzt können wir ja schon wieder. Guck mal, das geht jetzt. Jetzt geht's flockig, ne? Ich meine, so wird sie auch auf der Lane sein, ganz ehrlich. Sie wird richtig kacke sein. Deswegen ist halt auch die Frage mit den Runen. Ich habe jetzt Conqueror mitgenommen, im Jungle natürlich sehr fragwürdig. Aber ich denke mal, Fleet Footwork wird wahrscheinlich der Way to go sein, damit du einfach durch die Laning Phase durchkommst, ne? Aber das geht jetzt hier geschmeidig und wir können gleich noch richtig dick einkaufen. Frage nur, was kaufen wir ein? Das ist halt übel die Frage. Noch mehr Tech Speed? Oder lieber mal AP und AD, weil das ja alles mit AP und AD skaliert. Ich glaube eher in die AP-AD-Richtung gehen wir. Wir gucken uns gleich mal die Scalings an, dann schauen wir. Am besten gucken wir es jetzt. Das hier scaled mit AP und AD. AP und AD. Und AP und AD. Das heißt, es ist völlig egal quasi. Und das hier, auch AP und AD. Boah. Also wahrscheinlich, man kann halt so Gunblade-mäßige Sachen machen. Aber wir müssen ja erstmal ein Jungle-Item bauen. Das AD-Jungle-Item finde ich nicht so geil. Deswegen gehen wir jetzt erstmal das AP-Jungle-Item. Na, jetzt haben wir ein bisschen... Jetzt können wir das... ja, also, ne, zu viel Attack-Speed ist ja auch nicht so gesund, muss man sagen. Weil dann... Also es könnte worth sein. Wahrscheinlich ist Kayle Jungle eh nicht worth, weiß man nicht, muss man rausfinden, aber na, jetzt haben wir nämlich hier ein bisschen CDR mit drauf, das ist ja auch nicht verkehrt, auch ein bisschen Mana ist sehr wichtig. Na, wir sehen jetzt hier Scalings, das Scaling ist okay, oh hallo, welcome, oder auch kein welcome, können wir auf den zufliegen? Nö, der ist zu schnell, boy, bleiben Sie stehen. Na, Botlane ist absolute Action auf jeden Fall, die absolute Action. Frage ist, können wir da rein oder ist das super greedy? Okay, der ist auf jeden Fall schon mal ripped, der Boy. Later, Bitches! Okay, yabba-doo. Schön, das ist fein. Ja, ich fahr mit. Okay, dann nicht. Das Binding ist auch ganz nett. So, ja, bisher, ne? Also, schauen wir nochmal kurz die Scalings an. Das Q-Scaling, AP-mäßig, AD kann ich noch nicht sagen, weil plus 0 ist... Also... Q ist auf jeden Fall Bonus-AD dann auf jeden Fall, was nicht so geil ist, aber AP-mäßig, es ist okay. Die W ist okay, allerdings ist der Movement-Speed, glaube ich, ziemlich, der scaled ziemlich gut mit AP, muss man sagen. Also der, vielleicht könnte, wieso werde ich jetzt gepinkt? Warum werde ich jetzt gepinkt? Oder meint die, dass Yurik kommt, achso, weil sie tot ist oder was? Das ist ja nicht mein Bad, ich meine, sie spielt Lux-Top-Lane. Was ist denn da los? So, wir können ja mal den Yurik fighten, wir haben allerdings keine Ultimate. Die E, boah, das ist dann jetzt auch schwierig, ne? Das ist halt ein On-Hit-Scaling, deswegen plus 18 ist nicht viel. Aber On-Hit, ich glaube, der killt mich. Und Ultimate scaled, ja, die Ultimate ist schon ganz nett. Ich glaube, den schaffen wir nicht, Boys. Na, also ihr seht, also, ne, ich müsste auch die, ich glaube, man muss halt die Q treffen, damit man auch überhaupt Potenzial hat, auf den Gegner ranzukommen, ne? Wie weit geht das Q-Ding denn? Ja. Also mit der Q, da sehe ich mich noch nicht. Ihr seht, das ist aber auch schwierig, du. Das ist aber auch schwierigen Scheißendreck, du. Na, ich glaube, da kommt gleich ein Gank. Ja. Ja. Oh, es ist auch schon der Gank. Ja. Also da sieht man halt, der Struggle ist halt komplett real, ne? Der ist... Oh, lol. Oh, er ist noch gestorben. Das heißt, was kaufen wir? Ich glaube, wir müssen... Also Core... Naja, das ist ja gut, dass man das sieht. Du musst Gunblade bauen. Weil sonst gehen die Gegner einfach immer weg. Oder du triffst halt die Q alternativ, aber wie lange hält denn das Ding? 3 Sekunden ist schon ziemlich lange, muss man sagen. Nee, stopp, 2 Sekunden. Slow hält 2 Sekunden. Ich glaube, im Jungle ist die E auf jeden Fall besser, weil wir halt jeden Auto-Attack mehr Damage machen. Und ich die Q ja sowieso nicht treffe. Aber das heißt, Gunblade ist schon mal Core, meine Freunde. Ich meine, ich stehe 5-1, wie habe ich das gemacht? Ich habe voll geintet bisher. Ich habe
Full Int. Ne, guck, aber das, ich finde, das ist ja immer das Beste, Leute. Ich habe Full Int bisher gespielt, wirklich. Ne, kann ich so zugeben. Ne, es war ein richtiges Int-Gameplay. Und trotzdem stehen wir 5-1. Das heißt, lasst euch von anderen YouTubern nicht sagen, dass Kayle komplett broken ist, weil sie 20-0 gegangen sind. Wenn ich sogar mit Int-Gameplay 5-1 gehen kann, ne? Und das hier geht aber ganz nett auch. Vor allem konnten wir die Stacks hier mitnehmen. Wie lange halten die? Okay, gehen die komplett weg? Ja, komplett alle weg, sofort. Na gut, vielleicht werden sie es mit der Zeit ja so machen, dass es wie bei Jax ist. Das ist, ne? Bap, 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 bap. So, wie ist es bei der E? Die macht doch jetzt AOE-Damage, oder nicht? Bei Flame, oder? Oder war das später? Ne, das war später, glaube ich. So, ich bin da. Ich kann nicht heilen. Ich kann dir auch Ult geben. Boy, 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 boy. Ja, komm, geht immer drauf auf die. Ja, dann nehmen wir den Ball. Ich kann sie ulten. Ich kann aber auch mich ulten. Sehe ich gerade mal. Ja, welcome. Okay. Okay, das war ziemlich viel. Also, Jurik ist auch immer, der ist 2 und 2, der ist gar nicht so big, aber der ist eine komplette Maschine. Hier muss man natürlich sagen, das finde ich ist richtig gut geworden bei der Kayle. Sie ist nicht mehr wie die alte Kayle in dem Sinne, dass du dich selber ultest und die ganze Zeit Auto-Tags machst. Das geht nicht. Du kannst während der Ultimate nicht Auto-Tagen. Das funktioniert nicht. Und das finde ich gut, weil die alte Kayle hatte keine Schwachstelle. Ich weiß nicht mal, ob man sie stunnen konnte in der Ult. Das kann sein. Ich glaube schon. Bin mir aber echt unten. Ich glaube, sie war komplett unbesiegbar, oder? Konnte man die alte Kayle in ihrer Ult stunnen? Weil so hast du eine Kayle. Entweder sie macht sau viel Damage oder sie ultet sich. Oder andere, ne? Am besten Fall dann sich. Ne, aber sie kann nicht Damage machen und Ult. Das funktioniert zum Beispiel nicht. Ich kann nicht heilen, okay. Okay, okay, okay. Ich muss schon mal Attack Speed aufbauen hier. Zack. Ja, das ist okay. Soweit. Jarvan ist leider noch gestorben. Das ist natürlich unglücklich. So, wir müssen unbedingt mal Level 11 werden hier. Das wäre übel nicht verkehrt. Das wäre übel nicht verkehrt. Oh, das böllert aber, du. Das böllert rein. Jetzt nehmen wir das direkt mit. Ist halt einfach ein super krass scalender Champ. Wieso werde ich jetzt für Runic Echoes gepinkt? Na, das weiß niemand auf dieser Welt. Wir können ja mal fragen. Why would you ping that? So. Ja, mit nur Attack Speed kommst du auch nicht weit. So, wir können ja mal gucken, ob wir hier im Jungle was finden. Also es ist halt sowas wie Kassadin, nur anders gleich. Muss wirklich 12 Jahre scalen. Das wird so ein ultra, 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 ultra Late Game Champion. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber... Weil bis da kannst du einfach echt wenig machen, denke ich mal, oder? Nur Farm. Wie willst du denn jemanden töten, der nicht intet? Das geht doch nicht, oder? Kann man Leute töten, die nicht inten? Mit Kayle? Schwierig, glaube ich. Ich meine, okay, der Poke auf der E ist ziemlich cool, aber der hat auch 70 Mana Kosten. So viel Mana hast du auf der, so viel Mana hast du auf der Lane gar nicht, dass du ständig irgendwie... Na, das ist schon ganz nett eigentlich. Also, ich mache natürlich mehr Schaden, wenn der Gegner weniger P hat. Aber, ich habe noch keine Ultimate, habe ein bisschen Angst. Alter, das ist aber auch ein Scheißendreck, du. Und jetzt kommst du nicht hinterher, weil kein Range ist. Das ist halt schon heavily. Heavily, 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 du. Also, schwierigen, schwierigen, schwierigen. Very schwierigen. Will der noch? Okay, der will nicht mehr. Ist ja aber auch erst der PBE, ne? Ich finde ja auch das gut, dass sie... Also, ich habe das Gefühl, die ist gerade nicht broken. Aber das ist ja auch gewollt so, weil sie ja scaled, ne? Ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass ich sie halt im Jungle spiele. Kann halt auch der Fall sein. So, wir sind Level 11, Leute. Wir verwandeln. Wir sind wieder ein bisschen verwandelt. Ein bisschen. Ich kann einfach nichts machen so. Ich meine, okay, wir kriegen auch ziemlich hart aufs Maul, muss man zugestehen. Aber da gibt es wenig Möglichkeiten, was ich da tun kann. Ne? Außer, dass ich die Ultimate vielleicht mache, die Cooldown hat gerade. Wie viel brauchen wir für Gunblade? 1,6. Oh, guck mal, jetzt sehen wir schon echt... Sieht schon crazy aus. Holy shit, sieht ganz anders aus. Holy shit. Ja, Sache, moi. So. Na, jetzt haben wir das Teil. Wir brauchen halt unbedingt... Ach, wir sind jetzt Fernkampf-Champion, Leute. Jetzt sind wir jetzt können wir sogar wirklich was machen. Wir waren gerade sogar, glaube ich, Level 11 schon, ne? Das heißt, jetzt... Das sieht ein bisschen komisch aus, wie sie fliegt. Ne? Sind die Flügel nicht ausge... Breiten die sich nicht aus? Jetzt können wir so ein bisschen... ja, generell im Teamfight... Wie viel Range haben wir? Wir haben 55 Attack-Range. Das ist okay. Das ist okay. Das ist so ADK. Also, ich glaube... Schlechte ADKs haben so 525 und krasse haben so 600. So die Richtung.
Ne? Also es ist okay. Gunblade 850. So, dann lass mal machen, Leute. Ich bin ready jetzt. Ich bin ready for fight. Ich finde es ja auch gut, dass es gerade so ein Struggle ist, weil es ist ja, es geht ja bei Kayle ums Late Game und so können wir sehen, wie es sich so entwickelt. Ne? Das ist sehr wichtig. Weil hätten wir die Gegner jetzt bei Minute 20, hätten die surrendert, dann hätten wir gar nicht gesehen, was Kayle im Late Game ist, ne? Also eigentlich, mir gefällt das so, wie es ist gerade. Allerdings müssen wir jetzt mal gucken, dass wir trotzdem mal an Items kommen hier. Alter, wie sieht die denn gar gleich aus, wenn die nochmal eine Stufe höher geht, du? Zack, 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 zack. So, den auch noch. Blitz. Jetzt nehmen wir das Ding hier noch mit. Zack, zack, zack. Na, ist ganz nett. Ganz nett, ganz nett, ganz nett. Ich denke, als nächstes kaufen wir dann Nashos Zahn. Ne, CDR ist super geil, vermute ich mal. Gerade auch wegen der Ultimate. Ne, wird wahrscheinlich ein Must-Have-Item sein. Ich meine, es gibt wahrscheinlich viele Item-Builds. Man könnte sogar Kayle vielleicht auch auf Crit und AD bauen. Ne? Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Also, man könnte es probieren. So, packen wir jetzt Punkte in die Q weiter, die ich nicht treffe. Oder mal in den... Ich glaube, wir packen mal was ins W rein. Ne? So, Gunblade ist da. Jetzt gehen wir auf Nashos Zahn, meine Freunde. Wir gehen zur Top-Lane. Zack. Jetzt fliegen wir auch ein bisschen schneller. Kommen wir besser an die Gegner ran. Gunblade ist ready. Und jetzt gibt's aufs Maul. So, der ist schon mal weg. Ich meine, der war 06, aber... Nee, er war 05. Jetzt ist er 06. Ja, für ihn war es worth tatsächlich. Lux ist rausgegangen. Ich hoffe, die war jetzt nicht mad. Dadurch, dass ich den umgebördert habe. Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. So. Nashos Zahn. Dann kommen wir auf 30% CD, ja? Was nicht schlecht ist. Ja? Man muss nicht immer 40 gehen, aber 30 wäre schon nicht verkehrt. Zack, zack. Blue Buff kommt gleich wieder. Level-technisch, er ist halt Level 14 und 7-1, Leute. Also wenn wir gegen Yorick verlieren, ist das überhaupt nicht schlimm. Weil der halt wirklich giga-big ist, der Boy. 7-fucking-1. Aber so, ja, ich meine, Kayle ist halt auch ein sehr starker Champion, muss man zugestehen. Ne? Aber müssen wir mal gucken, wie das so funktioniert gegen die Boys. So, nehmen wir das nochmal mit. Zack. So, Grump kommt. Ich hoffe, mein Team, die fighten, glaube ich, gerade. Ich hoffe, die inten noch nicht zu sehr. Ich würde nämlich sehr gerne eben mal... So, ich bin unterwegs, Leute. Ich komme. Nicht sterben. Don't die. Oder wir gönnen uns den komischen Jorik, Alter. Da würde ich mich sehen. Allerdings sind meine Boys schon tot hier wieder. Na, ja, die Ult war, glaube ich, ein bisschen int, muss ich zugestehen. Die war sehr int. Die war sehr intens. Sehe ich mich noch nicht ganz so hier. Es ist aber auch laggy, du Leute. Das muss man echt mal hier auch appreciaten. Der Lag ist real. So, erstmal Passive aufbauen. Passive aufbauen. So, Passive ist ready. Passive ist ready. Jetzt geben wir dem Boy da mal so ein bisschen. Ich habe auch immer noch Gunblade, aber ich glaube, an dem Typen da hinten mache ich keinen Schaden. Wenig. Das war schon nicht schlecht. Hat leider nicht ganz gereicht, aber schlecht war es nicht. Und jetzt böllern wir den um. Jetzt böllern wir den um. Jetzt und noch kommt die... Jau! Die E gefällt mir halt übel geil. Die böllert richtig rein. Also die E, die Q, mega meh. Mega Müll. Mega möbbede Müll. Aber die Babbede Bam E, die Babbede Bam, die ist richtig lustig, flutschig. Die macht super Sweetowskigen Schaden, wenn das Ziel wenig AP hat. Fliegt Godlike-mäßig weit. Fam! Scaled natürlich auch mit AP. Viel, glaube ich. Muss man mal gucken, mit was es besser scaled. Nee, stopp mal, scaled mit gar nichts. Es scaled einfach mit gar nichts. Es gilt einfach nur mit dem Leben. 20% Missing Health Bonus Damage. Es gilt einfach mit der Böllerei, kann man sagen. Wir haben 3000 Gold, wir müssen unbedingt shoppen. So, zack, zack, zack. Okay, Lux geht wieder raus. Was macht denn der Fiddle da die ganze Zeit? What is happening here? So, Nashos Zahn ist ready. Was kaufen wir jetzt, ist die Frage. Gibt es noch ein Hybrid-Item? Rage Blade. Rage Blade, vielleicht. So, geben wir uns mal Move and Speed und hauen dem Peter jetzt mal. Ich meine, er macht ja insane Schaden hier. Hallo, Morgana, bist du? Intest du? Bro? Bro? So, du bist auf jeden Fall jetzt. Rip mal vielleicht. Hier, der Q. Zack. Könnt ihr bitte. Okay, jetzt wird es ein bisschen intens werden, aber ich meine, ich kann jetzt halt nicht. Ich kann jetzt das hier machen, aber. Dann bin ich auch erstmal. Okay. Zu früh geholtet.
Ich meine, er kann ja sehr lange drin warten. Sieht aber gut aus, sieht gut aus. Aber trotzdem gefällt mir... Ich meine, es ist natürlich schade, ne? Die alte Kayle ultig, Böller alles weg. Das geht nicht, aber... Du brauchst halt auch schon ein Counterplay gegen Kayle. Das muss man haben halt, ne? Jetzt ist halt wirklich die Frage, was bauen wir? Wir können ja trotzdem nochmal kurz gucken, was wir so... Wir haben 250 AP. Rageblade wäre wahrscheinlich... Das Beste. Weil es auch Hybrid-Penetration hat. Ich hätte halt echt gerne, glaube ich, sowas wie Rabadons gebaut oder so. Hier, übrigens haben einige Leute gefragt, auch wie das mit dem True Damage aussieht. Also der komplette Wave Damage wird zu True Damage. Ich glaube, wir kaufen Rageblade. Wir müssen einfach. Das bedeutet, also der komplette Bild wird zu True Damage. Und das sind bisher 30 plus 50 plus 15. Na, das heißt, wir machen ca. 100 True Damage. Mit der Passive dann. Ab Level 16 aber erst. Wir sind ja 14. Wir sind schon bald 16, Leute. Ne, das geht eigentlich ganz fix hier, du. Ja, wir können... Ah, okay. Ich glaube, Baron können wir halt auch dann richtig flott machen. Wir müssen jetzt nur mit dem Team mal so ein bisschen rumlaufen, damit ich mal zeigen kann, was ich... Ich meine, okay, wenn ich Level 16 werde, wäre halt noch besser. No, aber brenn! Ja, danke. Oh Gott, aber da hat man schon gesehen... Ich meine, okay, es ist Bart. Sind wir ehrlich, es ist Bart, aber... Ne? Okay, ich weiß nicht, ich glaube, den schaffe ich nicht. Leute, seid ihr together, Bean, bei mir? Ja, ah, ich wurde geblockt von Morgana, oder? Irgendwas hat mich, oder von dem, irgendwas hat mich geblockt. Rip and Pepperonis. Die Frage bei Gunblade ist halt wirklich, bei Rageblade ist halt, oder das generelle Problem ist, wie kriege ich so viele Auto-Tags raus, wie ich brauche? Eigentlich brauche ich nicht. Ab Level 16 nicht mehr. Jetzt muss ich viele Auto-Tags rausbringen, damit ich meine Passive gestackt bekomme. Und das geht ganz selten, nur weil ich mich ja nicht ulten kann und angreifen kann. So hat das die alte Kayle ja gemacht. Hier geht es nicht. Aber ab Stufe 16 habe ich ja die Passive die ganze Zeit gesteckt. Dann geht's. Deswegen, das ist halt, ne, ihr müsst bis Level 16 kommen. Und das ist wie bei Kassadin. Kassadin müsst ihr auch bis Level 16 kommen. Vorher ist der Champ relativ meh. Ne? So, Rageblade 2-2-2-5. Ja, das heißt, wir nehmen mal schnell den Top-Lane-Jungle mit. Drake kommt da leider auch noch einer, ein Ocean Drake. Da haben wir jetzt nicht so die Kontrolle. Wir haben halt auch kein... Ja, okay, wir haben einen Full-AP-Javan, aber... Also wir, uns fehlt halt irgendwie ein Tank. Ja, ich würde den Drake wahrscheinlich gerade mal abgeben. RIP, alles... Na, oh, okay, RIP. Ja, dann lass den Drake nehmen. Wobei die jetzt wahrscheinlich Top-Lane durchlaufen gleich. Die gehen halt alle Top-Lane durch, Leute. Oh, ich brauche Level 16, Boys. I need... Gib mir XP. I need that fucking XP. Okay, die gehen top. Aber nicht alle top, oder? Sind die alle da? Das sind drei. Drei kriegen wir ja wohl in den Griff, oder? Wenn wir die jetzt richtig schnell bursten. Jetzt go, Leute. Sie sind zu dritt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Der Fiddlesticks intet sogar literally schon. Literally. Der kommt jetzt nicht weg, Leute. Der kommt nicht weg. Der kommt jetzt nicht weg. Was ist das hier für eine gerade Landschaft? Der ist echt weggekommen. Fucking hell. Fucking hell. Wir könnten... Also wenn ich Level 16 bin, würde ich mich direkt auf den Baron sehen. Aber ja, bei Level 15 vielleicht noch nicht ganz. Nehmen wir den auch noch mit. So. Er war in dem Busch. Okay, lol. Das ist natürlich verrückt. Verrückt. Zack. Fam. Können wir den diven? Ich bin dabei. Und jetzt bin ich der im Busch ist, ihr Pisser. Fango. Den battlen wir. Schaffen wir das? Oder ist das nicht so drin? Okay, das sieht... Jetzt zum Beispiel, ich bin ein richtiges Opfer mit der Ult. Ich bin ein Giga-Opfer. Ich meine... Also mit der Ult da, ich meine, ich finde es gut, dass die Ult so ist. Muss ich ehrlich sagen, aber da muss ich mich echt noch, das ist halt nicht mehr wie alte Kayle, ne? Es ist was ganz anderes. Jetzt komm mir nicht mit Kayle. You are so bad, ich habe 11 Kills, du bist 2-4. Wieso muss ich mir anhören, dass ich bad bin? Was ist das hier? Ne? You carry minion. Ich meine, allein das Englisch. You carry English. So, wir verkaufen mal das Ding hier. Na, leider reicht es noch nicht ganz, aber kaufen mal das Teil. Ich glaube, wobei, Lifesteal haben wir auf dem Gunblade, ne? Ich hoffe, wir haben noch nicht verloren. Das wäre jetzt echt traurig, Leute.
Nee, verloren haben wir noch nicht. Vielleicht können wir halt wirklich gleich Baron machen. Na? Ja, schreibt jetzt nice English. Ah, Leute, noch nicht verlieren. Ich will Level 16 werden. Bitte, pray. Don't die. Hier, weg mit dem ganzen Mist. Weg da mit. Weg da mit. Weg da und mit. Bei Bart würde ich mich sehen. Komm her, Bart. Hat mein Q noch getroffen? Na, okay, immerhin das Morgana-Ding. Komm, ein XP noch. Oder ein Minion oder irgendwas. Na, dann will ich auch nochmal die Verwandlung. Oh, boy. Oh, boy. Wir haben auch Rageblade fertig. So, her damit. So, okay, verwandeln wir uns jetzt direkt? Ich glaube es... Oder haben wir uns verwandelt? Ich glaube erst, wenn wir leveln. So, wir fliegen erst nochmal zurück. Komme ich hier zurück? Das ist greedy. Das ist ein bisschen greedy, ja? Gebe ich zu. So. Zack. Okay, das sieht insane aus. Holy shit, sieht es gut aus. Holy shit, ich bin bereit. Ich bin fucking ready. Ich bin fucking ready. Ich bin fucking ready. Jetzt geht's los, meine Boys. Ich bin sowas von ready. We have no English, okay? Wieso bin ich jetzt für mein Englisch geflamed? What the fucking hell? Alter. Dieser Typ, der nervt so krass. Aber ich glaube, der Kogma schafft das allein. Ah, den habe ich, den Boy. Ja, mach ruhig dein Emote, Boy. Mach's ruhig. Wobei, der hat jetzt gleich wieder sein Vieh. Ich weiß es doch. Aber ist egal. Ich bin nämlich ready, Boy. Ah! Alter, also egal. Jetzt kann man auf jeden Fall sagen. Dibbidi-di-dibbidi-di-dibbidi-ba-bidi-ba. Frapp, 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 frapp. Oh my goodness. Go for this boy hier. Ich wäre dabei allerdings alleine. Ich glaube, weil ich kriege ja Damage Reduce, wenn ich das alleine mache, glaube ich. Ja, wir können ja mal gucken, was so geht. Ich glaube, alleine ist unrealistisch, weil wir kriegen zu viel Schaden. Das müsste jemand tanken, aber es sieht gar nicht so bad aus. Na, also pack da einen Tank vor und dann kannst du den, ja, nicht solo machen, halt zu zweit, ne? Zack! Bibbidi-bieb, 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 buff, buff, buff. Und jetzt kaufen wir einen Rabadons. For the sake. Just for the sake. Ja, wir haben ja auch, ne, Gathering haben wir nicht mit. Ich habe Celerity mit. Holy moly. 200 Damage, True Damage habe ich an dem gemacht. Ja, wir sehen ja auch die ganzen weißen Zahlen jetzt. Alles True Damage. 126 jedes Mal. Jeder Auto-Tech. 126, Leute. Heilige Mayonnaise im gehimmelten Wirbelwabel. So, let's go. Wir haben halt immer noch keinen Tank, was das Problem ist. Und wenn ich gefokust werde, bin ich halt tot, weil ich nicht wie die alte Kale bin. Wir brauchen einen Tank. Wir haben keinen Tank. Gehen die Leute auf mich, bin ich tot. Das ist jetzt die Realität, leider. Das ist the reality. Beste wäre, wenn Javan rein ultet und ich ihn dann ulte, aber er hat halt Stundenglas und... Alter, die Gegner, die fucken doch ab mit dem ständigen Split-Push. Ich glaube, wenn ich jetzt weggehe, wir müssen halt gucken, dass wir mal was machen. Macht meine E auch True Damage am Tower? Ich glaube nicht. Geh mal nicht davon aus. Ich habe halt das Gefühl, wenn ich hier bleibe, werde ich gleich sterben. Und ich habe das Gefühl, dass die auch nicht klarkommen. Überhaupt nicht. Ja, er schon. Er schon, aber sie überhaupt gar nicht. Und sie sagt, ich wäre bad. So, aber vielleicht können wir dem Boy ja hier mal einen kleinen Besuch abstatten. Later, bitch. So, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. I'm on the way. Don't. Okay, es sind drei Leute. Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Den würde ich gerne fighten. Der ist Level 18, aber und sau strong. Wenn er allein ist, dann bin ich da, dann bin ich in. Aber nur dann. Komm her, Boy. Okay, ich habe das Gefühl, das artet hier gleich aus. Man muss halt echt safe spielen. Du kannst dich halt kurz und sterblich machen und jetzt ist halt wie Sonias. Kann man echt sagen, ist wie Sonias. Na, ich sterbe ja hier schon fast an dem Kackding hier. Ah, ich wollte ihn gerade ulten, aber RIP. Aber RIP. Ich meine, er hat seinen Sohn jetzt auch nicht benutzt, oder? Komm nicht hinterher, verdammten Achsendreck!
Und meine Ehe, das hat auch noch nicht einmal getroffen. Okay, der ist auf jeden Fall RIP, aber... Ja, sieht gar nicht so bad aus. Okay, jetzt haben wir... Ja, was passiert hier schon wieder? Scheißendreck! Alter, also da muss ich sagen, also was... Ich meine, es ist dieses Game auch echt schwer, weil wir einfach keine Frontline haben. Uns fehlt dieser... Klar, wir haben diesen Javan, ne? Aber das ist halt Javan Plus, würde ich sagen, ne? Du hast halt nicht so dieses... Wenn du vorne einen Tank hast, dann hast du halt Leute, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und dann musst du wie so ein AD Carry spielen und von hinten reinböllern. Das geht bisher echt schwierig, weil wir keinen haben, der tankt. Aber wir haben jetzt Rabadons. Wir haben jetzt 550 AP. Wir machen jetzt mit unserer Passive... Alter Schäde, plus 110. Das heißt, wir machen so 160 True Damage. Holy shit, AOE, wohlgemerkt. Stellt euch vor, da stehen vier Leute auf einmal. 140 True Damage AOE mit jedem Auto-Attack. Ne? Ansonsten, unsere Ultimate macht jetzt 500 Damage plus 441 plus 65. Das ist okay, glaube ich. Also 500 Damage ist schon relativ viel. Vor allem, weil es auch AOE ist, aber das ist schon ganz okay. Das sind ja auch 1000 insgesamt, ne? Nicht nur 500, aber Base Damage halt. Ansonsten der Heal, na, wir haben hier 105% Movement Speed drauf. Das ist halt der krasse Punkt, wenn du auf Movement Speed gehst. Ne, ist schon ordentlich. Also da fliegt man schon weg, du. Ne? Hin und weg. Hätte ich das jetzt... Alter, aua. Da muss man halt echt aufpassen. Wenn du hinterher chasest, dann bist du richtig fix tot, du. Da ist schon wieder Action am Grooven hier. Ich bin unterwegs. Wir brauchen... Mein, ich habe zu viel Cooldown auf der W. Give it to me, baby. Give it to me. Frapp. Na okay, hier kommt noch das. Frapp, da ist noch Bardolance. Den Bardolance, den gönn ich mir doch, oder? Kriegen wir den gechased oder hat der Moibuts? Der hat Moibuts. Dann nicht. Außerdem stirbt mein Team. Ich gehe mal Kane hinterher, würde ich sagen. Moment Speed ist an. Okay, Boy, wie geht's dir? Wie geht's dir eigentlich so? Sag mal, erzähl mal. Hat der noch Ult? Hat der? Na gut. Wollte jetzt eigentlich nicht für flashen, aber... Wo ist Jorik? 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 Ja, Jorik. Ja, okay. Bisher gefällt es mir aber an sich ganz gut, weil du hast klare Stärken und klare Schwächen auf diesem Champion. Das Early Game ist eine Katastrophe und damit meine ich eigentlich fast das ganze Game. Bis ins Late Game hinein. Dafür sind sie im Late Game sehr stark, aber auch burstbar. Wobei, also, naja, ich meine, klar, sie kann sich unsterblich machen. Aber das bringt dir halt, du kannst in der Zeit halt kein Damage machen. Das hier ist jetzt ebenfalls sehr gefährlich, weil ich kein... weil ich kein Dings habe. Aber guck dir das an, das Problem ist. Alter, ich habe halt keinen Smite, ist das Problem. Later, Bitch! Later, sag ich das. Das böllert. Das böllert. Ja, gut. 17-6 geht aber auch klar. Oh mein Gott, ist dieser Champion broken? Aber auf dem richtigen Server, ich bin ja Realist, ne? Auf dem richtigen Server kannst du halt nicht, wenn du mit der Kayle so, die wird halt des Todes gecountert, Jungle. Das heißt, Jungle schwierig, Lane-Phase schwierig und ins Late-Game kommen schwierig. Das ist wie Asia damals, die alte Asia. War super geil, aber du musstest halt, ich würde jetzt den Jorik mal fighten, komm. Get this fucking shit to me. Okay, never mind. Na, da sehen wir. Ich wollte mich auch noch gerade ulten, aber er hätte mir auch ehrlich gesagt überhaupt gar nichts gebracht. Ich meine, okay, er ist auch, er ist 16-4. Da sind wir ehrlich. Und er ist ein Tank, Full Tank. Das war natürlich nicht so klug. Frage ist, können wir noch irgendwas ändern, itemsmäßig? Zephyr wäre jetzt geil. Wir könnten Phantom Dancer kaufen. Oder Runans. Runans? Wir können es ja mal versuchen. Und schauen, was passiert. Na, kaufen wir uns noch den hier. Ich glaube, damit heilen wir uns. Dealing Physical Damage. Ist jetzt die Frage. Das heißt, durch mein True Damage heile ich mich nicht. Ne? Ist ein bisschen Int. Das heißt, lieber das hier, oder? AP, 50 AP oder lieber das? Na, ich würde sagen, nehmen wir mal das hier mit. Ich meine, ich mache ja auch Physical Damage, aber es hat nicht das meiste, ne? Alter, Runans und... Das muss... Das, also, entweder das wird jetzt kompletter Int oder...
Na, müssen wir mal sehen. Aber das Problem hierbei ist auch eben... Alter, 40 Minuten geht der Scheiß schon. Wie lange soll ich denn das rendern, Mann? Holy fuck. Kogma ist auch 15,5. Eigentlich muss ich Kogma nur holten. Das ist natürlich der Punkt, ne? Ich kann Kogma holten und er kann weiter angreifen. Das geht. So muss es eigentlich laufen. Und die machen gerade Baron. Ich bin unterwegs, Leute. Ich bin langsam, aber ich bin unterwegs. Wir haben mittlerweile, ne? Plus 62%. Ich bin da. Ich ulte dich, Boy. Oder du tötest einfach. So, ich bin jetzt ready. Ready for fucking takeoff. Ultimate ist drauf. Ultimate ist drauf. Ultimate ist drauf. Damage, 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 Damage. Mehr. Na, ah, okay, und auch noch. Okay. Zap. Hui. Weggefegt. Ich glaube, wir haben. Ich glaube, wir gewonnen haben, weil noch nicht, aber relativ. Ich will Runans testen. Give it to me. Ja. War okay. Weiß ich nicht. Sah gut aus. Alter, was ist das für ein Damage ist? Ich würde jetzt gerne nochmal eine Minion Wave sehen. Einfach mal aus Interesse. So. Ich meine, es sind nur Minions, ne? Und ich bin halt wirklich ein Gott gerade. Also. Der Zermöbelungsmetzler und so sehe ich nämlich auch aus. Sieht ein bisschen aus wie Polizei-Kale. Seid ihr ready? Fucking hell. Weg mit euch. Hell. Hell no. Alter Schwede. Ich komme, Leute. Inte noch nicht. Ich bin halt ein Panzer. Ich bin so langsam. 361. Ich dachte, das Ding macht mich schneller hier. 7%. Leute, ich bin ready. Also, es könnte sein, dass wir verlieren, wenn ich jetzt ready bin. Deswegen müssen wir doch wieder raus. Aber ein bisschen hier, ich kann dich heilen. Wie viel heilen wir? 400, ist auch nicht verkehrt. Hier. Alter, die Q ist halt keine Ahnung. Das müssen die ein bisschen ändern. Entweder ein bisschen weiter fliegen, ein bisschen schneller fliegen, ein bisschen schneller losfliegen. Das ist einfach, vielleicht bin ich auch einfach unfähig. Das möchte ich nicht bestreiten, aber der Spell ist a bisschen int. Hier, heal für dich, zack. Habe ich sie geheilt? Okay, was ist mit ihm? Er muss da ganz schnell los wieder. Bruder muss ganz schnell los. Okay, jetzt muss ich los, glaube ich. Hab aber Ult. Jetzt bin ich mal kurz los und du bist jetzt auch weg. Heilige Ich glaube, ich würde sagen, was DPS angeht, ist Kayle jetzt heftiger als Kogma sogar. Wobei, Kogma hat natürlich mehr Range, ne? Aber ich glaube, gibt es einen Champion, der so heftig ist wie das, was hier gerade ist? Vielleicht Master Yi, aber ihr könnt ja gerne sagen, wenn euch was einfällt. Ich habe das Gefühl, dass Kayle eine komplette Vernichtungsmaschine ist. Guckt euch das an. Hier, der Boy. Den Boy. Da. Dieser Champion ist so broken, ich würde meine Mama dafür verkaufen. Kappa. Caps. Loco Dino. Ja, holy fucking McFreud. Könnt mir gerne dazu was sagen. Ich dachte, das Game wird richtig scheiße mit Kayle Jungle, aber... ja. Late Game, Giga, aber ganz ehrlich, auf einem normalen Server, ich bin Realist, werdet ihr nicht so gut ins Game kommen. Und vielleicht hinten, und das Game wird vorher jetzt vorbei sein, werdet 0-8 sein, der Champ ist im Early Game richtig useless. Ja, welcome. Auf Wiedersehen.